So, hallo und herzlich willkommen im Park. Wir machen was Kurzes, was wirklich relativ kurz ist, weil das da hinter mir, das ist eine Sumpfzypresse. Das ist an sich eigentlich ein interessanter Baum, ein ziemlich toller Baum und eine andere zwar, aber auch eine Sumpfzypresse ist einer der entsprechenden Rekordbäume auf der Welt, nämlich der dickste Baum der Welt. Das ist auch eine Sumpfzypresse. Leider haben wir im Hintergrund eine durchgedrehte Nilgans, die denkt, sie wäre ein Hahn. Sie hat also einen Hahnkomplex und möchte den Morgen begrüßen. Leider nicht mehr Kikariki, sondern mit Hup, 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 Hup. Oh, jetzt fliegt sie weg. Jetzt fliegt sie weg. Aber auch beim Fliegen kann sie nicht die Klappe halten. Na toll, jetzt legt die andere los. Ah. also Sumpfzypresse. Das ist ein interessantes Baumerdlein, Artlein, was fast schon blattartige Nadeln aufweist. Ich weiß nicht, wie werden wir jetzt da rankommen. Ja, ich bin rangekommen. Die sind natürlich schon im Herbstmodus. Klappt das mit dem Fokus? Und sieht so ein bisschen aus wie beim Urwelt-Mammutbaum, beim Metasequoia glyptostroboides. Die kann man auch eigentlich ganz leicht verwechseln auf den ersten Blick miteinander. Aber sie haben halt diese fast schon laubartigen Nadeln, sehr, sehr weich, wirklich ganz flauschig. Und da kann man sich auf keinen Fall in irgendeiner Form mit stechen. Das also die Sumpfzypresse auch schön sind, die Zapfen, die jeweils dranhängen, hat man, glaube ich, einigermaßen erkennen können. Hier am Boden liegt jetzt aktuell gerade, doch, da ist einer. Ja, das ist auch noch ein Zapfen dazu. Klein und rund mit einem Haps sind die, nein, das würde ich nicht empfehlen, also da kaut man lange drauf rum. So, aber das ist an sich also alles ganz schön und gut und toll und die hat auch ein tolles Holz, also sehr dekorativ zumindest. Ob es gute mechanische Eigenschaften hat, weiß ich gar nicht. Aber was diese Baumart zur Perfektion getrieben hat, sind Atemwurzeln. Und da kommen wir jetzt zum springenden Punkt, weshalb wir hier überhaupt sind. Und dafür muss ich hier einmal kurz runter. Das Ding hier, also diese Wurzeln, die sehen irgendwie komisch aus, weil die gucken ja aus dem Boden raus und scheinen sogar aus dem Boden in die Höhe gewachsen zu sein. Und wenn man draufklopft, stellt man fest, also falls ihr mal irgendwo welche findet und draufklopft, die hören sich auch irgendwie komisch an. Als wären sie irgendwie hohl. Und genau das sind sie auch. Das sind nämlich erstmal sogenannte Kniewurzeln. Warum heißen die Kniewurzeln? Naja, folgendes. Eine Wurzel kann nicht einfach nach oben in die Luft wachsen, dann wäre es keine Wurzel. Eine Wurzel wächst immer im Boden. Rein technisch ist es natürlich schon möglich, dass die auch in die Luft raus wächst. Aber das passiert nicht, weil eine Wurzel hat ja nun mal die Funktion, als Wurzel Boden zu erschließen und wächst dann auch nur in demselbigen. Wenn man also bei den meisten Baumarten eine Wurzel findet, die in der Luft hängt, dann liegt das daran, dass der Boden, der sie mal umgeben hat, wegerodiert ist. Ne? Also vom Wasser weggetragen, vom Wind weggetragen, von was auch immer abgetragen, aber der Boden ist einfach weg. Das sieht man oft auf Wanderwegen. Wenn auf Wanderwegen große Wurzeln anstehen, dann liegt das einfach daran, dass das Rumgetrampel auf dem Wanderweg den Boden so weit erodieren hat lassen, dass jetzt die Wurzel frei liegt. Ja, also die ist nicht über den Wanderweg gewachsen ursprünglich. So. Das macht so eine Wurzel hier auch, die Primärwurzel, aus der diese kleinen Auswüchse hier rauskommen, macht das genauso, auch die wächst nur im Boden. Aber von dieser Wurzel können sich dann seitlich solche Ausstülpungen nach oben bilden. Ja, und das nennt man dann Kniewurzel, weil das sozusagen am Knie der Wurzel eine Wucherung darstellt. Das ist so, dass die nicht wirklich eine Wurzelspitze haben. Normalerweise hat eine Wurzel eine Spitze, die immer nach vorne wächst und dann einfach nach und nach immer dicker wird. Und das sind wirklich so seitliche Ausläufer. Und das ist was Besonderes. Das kann man nachher dann schön nochmal in Detailaufnahmen da unten zum Beispiel ganz schön sehen. Das blende ich euch dann ein.
So, und jetzt kommen wir dazu, wofür ist das gut, warum hatte die Sumpfzypresse die Dinger und jetzt muss ich wieder aufstehen. Ja, und das Besondere jetzt, wofür diese Wurzeln gut sind, hat einfach den Grund, dass der Baum ja sehr nah am Wasser steht. Und das ist für eine Sumpfzypresse durchaus sehr, sehr, sehr typisch. Deswegen heißt die ja auch so, weil die steht üblicherweise auch im Sumpf rum. Sumpfzypressen sind übrigens nicht einheimisch, die kommen auch mal wieder aus Amerika. Und auch da stehen sie üblicherweise am Sumpf. Am Sumpf bis im Sumpf. Und das führt dazu, dass sie natürlich relativ oft nasse Füße haben. Also sprich staunasse Böden, wechselfeuchte Böden, ganzjährig, Großteil der Zeit überschwemmte Böden. Und das ist ein Problem, weil wenn ein Boden unter Wasser steht, dann kann da schlecht Sauerstoff rein diffundieren. Ne? Normalerweise ist ja so ein Boden ein poriges System. Das bedeutet, wenn der Poren hat, dann ist da auch ein gewisser Gasaustausch mit der Luft außerhalb vom Boden gegeben. Da kann immer mal wieder frische Luft eben entsprechend auch rein diffundieren. Und das heißt, im Boden gibt es üblicherweise Sauerstoff. Das ist darum wichtig, weil ein Baum braucht auch Sauerstoff, eben entsprechend für seine Wurzelatmung. So. Komme ich gleich noch dazu. Wenn jetzt aber der Boden ständig unter Wasser steht, dann kann logischerweise keine Luft durch das Wasser in den Boden diffundieren, weil der Boden ist ja genauso wassergetränkt und da ist einfach überhaupt kein Platz, weil sämtliche Poren, die normalerweise von Luft gefüllt sind, sind da natürlich wassergefüllt. Und wie soll da die Luft rein? Ja, gar nicht, ganz genau. So, und das ist jetzt ein Problem für unseren Baum, beziehungsweise für jeden Baum, der im Wasser steht. Insbesondere Arten, die sich darauf nicht spezialisiert haben, im Wasser zu stehen, denen säuft schlicht und ergreifend, die sterben, wenn die länger im Wasser stehen. Ja, man hat je nach Baumart so irgendwas zwischen 10 und 180 Tagen Zeit, die so ein durchschnittlicher Baum im Wasser stehen kann, ohne bleibende Schäden davon zu tragen. Und diejenigen, die 180 Tage schaffen, also zumindest bei den einheimischen Bäumen, bei der Sumpzypresse kann ich mir vorstellen, dass es noch länger ist, das weiß ich aber noch nicht, weil man zudem keine Zahlen auswendig weiß, ist ja nicht einheimisch. Bei denen, die 180 durchhalten, das ist im Prinzip wirklich nur die Erle bei uns. Und die Erle hat auch solche Wurzeln. Die sind nicht so schön wie bei der Sumpfzypresse. Die Sumpfzypresse macht das noch krasser, aber die Erle hat das gleiche Prinzip im Grunde auch. So, nämlich, warum? Weil eben der Wurzelkörper keinen Sauerstoff abbekommt. Was sind also jetzt diese Wurzeln? Sie sind Schnorchel im Wesentlichen. Kann man am besten damit erklären, dass das ein Wurzelschnorchel ist, damit die Wurzel eben entsprechend atmen kann. Denn man sagt ja immer, Pflanzen atmen nicht, die machen Photosynthese, was chemisch gesehen das Gegenteil von Atmung ist. Bei Atmung wird CO2 verstoffwechselt im Wesentlichen, also Zucker, der aus CO2 besteht, verstoffwechselt. Und bei der Photosynthese wird eben Zucker aus CO2 erst gebildet, um dann von irgendwem anders oder von der Pflanze selber verstoffwechselt zu werden. Ja? Aber wichtig, eine Pflanze muss auch Zellatmung betreiben, die kann nicht nur Photosynthese, weil irgendwann ist dunkel. Ja? Und in Zellteilen, in Pflanzenteilen, in denen es kein Chlorophyll gibt, also keine grüne Pflanzenmasse, die Photosynthese kann, und dazu gehört vor allen Dingen erstmal die Wurzel, muss auch Atmung betrieben werden, um halt eben ein bisschen Stoffwechselenergie aufzubringen, um Wachstum erzeugen zu können. Das kostet alles Energie und wie jedes andere Lebewesen auch, muss Energie in irgendeiner Form durch Atmung erzeugt werden, wie bei jedem Lebewesen auch. So, um den Satz vollständig auszusprechen. Das heißt, das ist bei Pflanzen genauso wie beim Pilz, beim Tier, bei Bakterien und so weiter. Umsonst ist nichts und deswegen braucht auch eine Wurzel eben entsprechend Atmung. Und da Atmung, das werden die meisten schon mal mitbekommen haben, irgendwie mit Sauerstoff funktioniert, ist es halt eben nun mal wichtig, dass man auch Sauerstoff in der Wurzel hat. Und steht die Wurzel immer unter Wasser, dann gibt es den nicht. Und deswegen Schnorchel. In diesen Luftwurzeln bzw. Atemwurzeln, Luftwurzel ist eigentlich ein bisschen ein schwieriger Prozess, Begriff, befindet sich ein sogenanntes Erenchymgewebe, deswegen klingen die auch leicht hohl, wenn man dran klopft. Das sorgt dafür, dass da ein besonders großer Hohlraum, eben entsprechend besonders viel Platz in der Wurzel ist, durchsetzt von diversen Trennwänden, dass es also kleine Gefäße sind, um eben genau einen Luftaustausch zu ermöglichen. Natürlich kann auch der Stamm zum gewissen Grad Luft aufnehmen, der ist auch nicht luftdicht. Und der Stamm kann auch bis zu einem gewissen Grad Luft runter in die Wurzel leiten. Auch die Wurzeln an Land, weil so eine Sumpfzypresse selten komplett im Wasser steht.
können natürlich bis zum gewissen Grad noch Luft aufnehmen und an die Wurzeln im Wasser diese Luft dann weiterleiten. Aber das funktioniert immer jeweils nur über kurze Entfernungen, weil die hat ja keine Luftpumpe, die Wurzel. Ja? Da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie Druck aufzubauen. Darum eben diese Schnorchelwurzeln. Die sind eben ein besonderes Gewebe, das besonders gut Luft transportieren kann. Macht auch nichts anderes. Das Holz wäre miserabel. Das ist laut hohl und voll lauter Löcher. Das sieht so ein bisschen schwammartig aus und dient halt einfach nur dazu, die Wurzel, die direkt dauerhaft überschwemmt ist, mit Sauerstoff zu versorgen. Ja, anbei habe ich euch ein paar Fotos eben entsprechend schon eingefügt. Dann habt ihr das Ding ja jetzt gesehen. Und das ist ein Phänomen, das sieht man hier so schön wie fast nirgends. Wie gesagt, von den einheimischen Bäumen, nur die Erle macht das auch noch mit deutlich kleineren, deutlich weniger spektakulären Luftwurzeln, aber ja, ne? War hoffentlich interessant und bis zum nächsten Mal. Tschüss.